Du sitzt gerade bei dir zu Hause an deinem Schreibtisch, weißt eigentlich, dass du jetzt gerade lernen solltest, aber bist jetzt irgendwie auf YouTube gekommen und schaust dir dieses Video an, anstatt zu lernen. Prinzipiell ist es natürlich nicht so gut, dass du gerade nicht am Lernen bist, aber dass du dieses Video hier gefunden hast, ist für deine jetzige Situation optimal, denn in diesem Video werde ich dir zeigen, mit was für Schritten du genau jetzt vorgehen kannst, um dich zum Lernen zu motivieren, obwohl du eigentlich überhaupt keine Lust drauf hast und viel lieber auf YouTube und so weiter rumscrollen würdest. Ich selbst kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. Ich bin selber nicht immer motiviert zu lernen oder zu arbeiten, aber trotzdem habe ich inzwischen einige sehr wirksame Methoden gefunden, um mich dann wieder hinzusetzen und zu lernen. Ich blende dir hier mal die Prüfungsergebnisse von mir aus meinen letzten 3 Semestern in meinem Studium ein. Und ich mache das jetzt nicht, um irgendwie anzugeben, sondern nur, um dir zu zeigen, dass ich zumindest halbwegs weiß, wovon ich rede. Und du kannst mir glauben, solche Ergebnisse kannst du nur sehr, sehr schwer erzielen, ohne wirklich viel Zeit in das tägliche Lernen hineinzustecken. Und du kannst mir auch glauben, mir macht jetzt mein Studium nicht so viel Spaß, dass ich wirklich jeden Tag Lust habe, 8 Stunden zu lernen. Aber mit den Tipps aus diesem Video gelingt es mir, jeden Tag aufs Neue mich zum Lernen motivieren, und ich bin mir sicher, dass auch du damit direkt nach dem Video dein Laptop oder dein Handy weglegen wirst und anfangen kannst mit Lernen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit diesem Video und bis gleich. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde euch jetzt direkt 4 schnelle Tipps mit auf den Weg geben, die ihr kurzfristig jetzt sofort anwenden könnt, um euch direkt instant zum Lernen zu motivieren. Und nach diesen 4 kurzfristigen Tipps werde ich euch auch noch 4 langfristige Tipps mit auf den Weg geben, die ihr dann wirklich quasi in euer Leben, in eure täglichen Routinen mit einbauen könnt, mit denen ihr es auch langfristig gesehen schaffen werdet, euch jeden Tag aufs Neue zu motivieren, damit ihr nicht morgen schon wieder hier auf YouTube sitzt und nach Tipps sucht, wie ihr euch zum Lernen motivieren könnt. Der erste kurzfristige Tipp, den du jetzt direkt anwenden kannst, also wirklich kein Spaß, fang jetzt direkt damit an, während ich noch weiter über den Tipp rede, ist: Mach dein Fenster in deinem Zimmer auf und räume deinen Schreibtisch auf. Dadurch hast du gleich mehrere Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Zum einen hast du frische Luft. Frische Luft bringt einfach ein bisschen Klarheit in den Geist. Du kannst dich besser konzentrieren, hast mehr Lust, irgendwas anzupacken und so weiter. Den zweiten Aspekt, den du damit, während du jetzt gerade deinen Schreibtisch aufräumst, abhakst, ist der Aspekt der Bewegung. Vielleicht sitzt du jetzt schon seit einer halben Stunde an deinem Schreibtisch oder liegst in deinem Bett, und dadurch, dass du jetzt wirklich aufstehen musst und etwas anpacken musst mit deinem ganzen Körper, bereitest du dich auf diese Lernsession wirklich vor und bringst deinen Kreislauf wieder ein bisschen in Schwung. Und mit dem dritten Punkt, mit dem Aufräumen von deinem Schreibtisch, schaffst du dir eben wirklich eine sehr gute Arbeitsatmosphäre. Denn niemand hat Lust, irgendwie auf so einem zugemüllten Schreibtisch, wo noch irgendwelche Essensteller und so weiter gestapelt sind, zu lernen. Und wenn du einen schön aufgeräumten Schreibtisch hast, dann macht das Lernen auch gleich noch viel mehr Spaß. Also, Schritt Nummer 1, mach jetzt direkt das Fenster auf, beweg dich ein bisschen und fang an, deinen Schreibtisch schön aufzuräumen. Sobald du das gemacht hast, kommt Schritt Nummer 2, und zwar setzt du dich an deinen schön aufgeräumten Schreibtisch, holst dir ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Mehr brauchst du nicht, ja, du musst jetzt nicht direkt an deinem Laptop anfangen, irgendwas aufzuschreiben, und schreibst dir einfach auf dieses weiße Blatt Papier deinen Lernplan für den restlichen Tag auf. Bei mir ist es oftmals so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie keine Lust zu lernen, ist es nicht an den Tagen, wo ich wirklich ab 8 Uhr morgens so richtig durchpower, sondern es ist an den Tagen, wo ich beispielsweise vormittags irgendeinen Termin hatte und dann so mittags oder nachmittags zu Hause sitze, den ganzen Tag quasi noch nicht wirklich produktiv war, und dann denke ich mir so, soll ich jetzt noch lernen oder nehme ich mir quasi den Tag frei? Und falls du jetzt auch in so einer Situation bist und es bei dir jetzt beispielsweise 14, 15 Uhr ist und du einfach keine Lust hast zu lernen, dann schreib dir einfach auf: Okay, ich mache jetzt von 15 bis 16.30 Uhr dieses Fach, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr dieses Fach, und dann, wenn ich noch richtig Lust habe, mache ich vielleicht noch eine Session von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Der Vorteil davon, dass du das aufschreibst, ist, dass du einfach mit einer Struktur lernst. Ja? Oftmals ist es so, man ist dann irgendwann
vielleicht doch mal motiviert zu lernen, setzt sich hin, lernt einfach drauf los und nach einer halben Stunde denkt man sich, oh, hat sich jetzt irgendwie nicht so gelohnt, ich höre jetzt einfach auf. Aber wenn du dir gleich zu Anfang an eine Struktur machst, was du lernen möchtest, was du für das jeweilige Fach am besten noch erreichen möchtest, beispielsweise ich werde jetzt in diesem Fach die und die Vorlesungsslide zusammenfassen, dann die und die Aufgabe rechnen, dann hast du eben ein Ziel, auf das du in der jeweiligen Lernsession hinarbeiten kannst. Bei diesem Plan empfehle ich dir, immer Lerneinheiten von 90 Minuten einzuplanen, wo du ein bestimmtes Fach lernst und dann die nächsten 90 Minuten Session vielleicht mit einem anderen Fach zu füllen. Ja, dann weißt du nämlich, okay, angenommen bei dir ist jetzt gerade 14 Uhr, wo du dieses Video anschaust, dann weißt du, okay, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr lerne ich Fach A, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr lerne ich Fach B und dann heute Abend mache ich nochmal eine 90-Minuten-Session, beispielsweise von Fach A. Dadurch hast du nämlich immer so ein bisschen Abwechslung und denkst dir nicht dann um 14 Uhr, oh nee, jetzt muss ich ja den restlichen Tag nur Fach A lernen, denn du weißt, du hast auch noch später im Verlauf des Tages eine Session mit Fach B. Sobald du das gemacht hast, bist du vielleicht schon ganz motiviert, jetzt endlich anfangen zu können, deine To-Do-Liste sozusagen abzuarbeiten. Aber bevor du das machst, empfehle ich dir noch, dir selbst eine Belohnung dafür vorzubereiten, mit der du dich belohnen kannst, wenn du quasi deinen Lernplan für den restlichen Tag erledigt hast. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du jetzt noch mal eine halbe Stunde in die Küche gehst und dir einen Kuchen backst, aber es kann zum Beispiel sein, okay, wenn ich das jetzt wirklich durchziehe, da diese zwei oder drei Lernsessions, die ich mir noch vorbereitet habe, durchziehe, konzentriert durchziehe, nicht die ganze Zeit auf YouTube oder Instagram abhänge, dann gönne ich mir im Anschluss richtig entspannt zum Beispiel eine Folge Family Guy oder was auch immer du eben gerne in deiner Freizeit machst und dann kannst du das eben wirklich komplett ohne schlechtes Gewissen machen, weil du weißt, du hast deinen Plan für diesen Tag erreicht. Natürlich geht das Ganze auch andersrum und zwar mit Bestrafungen. Was ich da sehr gerne bei mir selbst mache, ist, ich sag mir, ich deinstalliere jetzt einfach auf meinem Handy die Instagram und YouTube App und erst wenn ich meine To-Do-Liste für diesen Tag erledigt habe, alle meine Lernsessions richtig gut eingehalten habe, dann installiere ich die Apps wieder auf meinem Handy. Das ist eine Sache, die ich dir sehr stark empfehlen kann, weil dann wirst du wirklich die Motivation haben, das Ganze durchzuziehen. Natürlich musst du auch so ehrlich mit dir selbst sein und diese Belohnungen oder diese Bestrafungen, die du dir quasi selbst auferlegt hast, auch so ein bisschen ehrlich anwenden, weil wenn du dann irgendwie nach einer halben Stunde aufhörst und dir Instagram und so wieder installierst, dann hat das Ganze natürlich keinen Sinn gemacht. Der vierte kurzfristige Tipp, den du wirklich jetzt direkt anwenden kannst, ist, fange einfach mit irgendetwas eher Stumpferen an. Ich kenne es selbst bei mir sehr, sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung. Auch wenn ich mir da so eine Struktur und so weiter erstellt habe, irgendwie am Anfang habe ich einfach keine Lust, mit dem Lernen loszulegen. Aber sobald ich dann mal 10, 15 Minuten dabei bin, merke ich, okay, das war jetzt eigentlich gar nicht so schwer und mache dann einfach weiter meinen Plan für den restlichen Tag durch. Und dadurch, dass du dich schon mal hingesetzt hast, deinen Schreibtisch aufgeräumt hast, dir eine Struktur und so weiter erstellt hast, hast du schon mal den ersten Stein ins Rollen gebracht. Und wenn das noch nicht gereicht hat, dann kannst du nochmal einen Schritt weitergehen und direkt mit der allerstumpfesten Aufgabe anfangen. Wenn du beispielsweise weißt, okay, an dem Tag muss ich vielleicht für das Fach ein paar komplizierte Übungsaufgaben rechnen, aber ich muss mir auch noch ein paar Karteikarten zusammenstellen, dann fang erstmal mit den Karteikarten an. Das ist wirklich sozusagen so ein No-Brainer. Da schreibst du auf die eine Seite das eine Wort, auf die andere Seite die Definition oder was auch immer. Und dann kommst du eben somit erstmal in einen gewissen Lernflow. Und wenn du dann so 20, 30 Minuten drin bist, dann kannst du in dem jeweiligen Fach in die schwierigeren Aufgaben übergehen. Wichtig ist eben auch, dass du dir sagst, es muss nicht perfekt sein, was du machst. Ja, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du einfach einen schlechten Tag hast, dann trotzdem durchziehst und trotzdem lernst und vielleicht nur mit 70% oder 80% deiner Konzentration das Ganze machst, als wenn du jedes Mal, sobald du dich nicht ganz auf 100% fühlst, dir sagst, oh, das bringt jetzt ja eh nichts, wenn ich irgendwas mache, weil lieber lernst du 3 Stunden mit 70% oder 80%, anstatt dass du 0 Stunden oder vielleicht 1 Stunde mit 100% lernst. Es muss nicht immer alles perfekt sein, was du machst, aber alleine dadurch, dass du dich eben hinsetzt und anfängst zu lernen, obwohl du eigentlich keine Lust hast oder dich nicht auf 100% fühlst, verankert sich direkt mal eine Gewohnheit, dass du eben
ein Mensch wirst, der die Dinge auch anpackt und durchzieht, die er sich vornimmt. Und nach, wenn du das jedes Mal weiter durchziehst, wenn du eigentlich keine Lust hast zu lernen, jedes Mal diese vier Schritte anwendest, die ich dir gerade gezeigt habe, dann wird sich deine Willensstärke und deine Gewohnheiten so weiterentwickeln, dass du irgendwann überhaupt keine Überwindung mehr brauchst und einfach direkt mit dem Lernen loslegen kannst, wenn du dir denkst, jetzt möchte ich lernen. Um dich jetzt noch ein bisschen mehr dabei zu unterstützen, diese Ich-ziehe-das-jetzt-durch-Mentalität in deinen Lernrhythmus zu verankern, möchte ich dir jetzt nach diesen vier kurzfristigen Tipps, die du eben jetzt direkt nach diesem Video schon anwenden konntest, auch noch vier etwas langfristigere Tipps mit auf den Weg geben, die du eben wirklich in dein Leben, in deine täglichen Routinen implementieren kannst, damit du eben auch langfristig ein motivierter und überdurchschnittlicher Lerner werden kannst. Der erste Tipp lautet, plane deinen folgenden Tag immer schon am Abend vorher. Setz dich jeden Abend einfach mal 5 oder 10 Minuten hin und plane dir deinen nächsten Tag. Schau, was du für Termine hast, von wann bis wann du wo sein musst und wann du was für eine Lernsession starten kannst. Also schreib dir wirklich auf, von 9 bis 10.30 Uhr werde ich für Fach A lernen und dann wirst du auch um Punkt 9 Uhr damit anfangen und um Punkt 10.30 Uhr damit aufhören. Wichtig ist, wenn du dir diesen Lernplan quasi erstellst, dass du dich selbst jetzt nicht zu hart rannimmst sozusagen. Also sei ehrlich mit dir selber und plan jetzt nicht irgendwie für die Mittagspause nur 20, 30 Minuten ein, weil es ist immer sehr demotivierend, wenn man direkt nach dem zweiten Termin seinem eigenen Lehrplan immer so ein paar Minuten hinterherhängt. Stattdessen empfehle ich dir, plan dir lieber etwas zu lange Pausen immer zwischen den einzelnen Lerneinheiten oder den einzelnen Terminen ein, damit du vielleicht auch schon 5 oder 10 Minuten vorher anfangen kannst mit Lernen, weil dann wird sich das Ganze viel besser anfühlen. Dann weißt du immer, okay, ich habe sogar einen Vorsprung gegenüber meinem eigenen Plan. Ich bin besser, als ich gestern Abend von mir gedacht habe. Das steigert dann auch nochmal so ein bisschen dein Selbstbewusstsein und auch nochmals deine Motivation zum Lernen. Der zweite langfristige Tipp, den ich dir wirklich auch sehr ans Herzen legen kann, ist, setze dir künstliche Deadlines, die also eigentlich viel zu früh enden. Ja, normalerweise hat man ja immer so bis zu den Klausuren einfach Zeit, um die Sachen zu lernen. Aber wenn du dir zum Beispiel sagst, okay, ich muss jetzt 3 Wochen vor der Klausur in dem Fach A komplett den Stoff von dem Fach A drauf haben, egal was passiert, ich möchte so gut das Ganze können, dass ich da auf jeden Fall bestehe, dass ich da auf jeden Fall eine 1 Komma schreibe, je nachdem, was deine Ambitionen sind, dann wirst du eben es auch so lernen, dass du eben 3 Wochen davor fertig bist und dann hast du die letzten 3 Wochen nochmals Zeit, das Ganze zu wiederholen oder dir vielleicht irgendwelche Sachen noch anzueignen, die du bei der früheren Planung überhaupt nicht bemerkt hast und die du, wenn du die Deadline auf den Klausurentag gesetzt hättest, dann gar nicht mehr hättest lernen können, weil es dir zeitlich nicht gepasst hat. Die Sache mit Deadlines ist, man schafft es eigentlich immer, sie einzuhalten. Du musst dir einfach nur eine Deadline setzen. Das merke ich auch bei mir selber, wenn ich mir sage, okay, ich werde jetzt bis Freitag 5 YouTube-Videos aufnehmen, weil ich einfach danach keine Zeit mehr habe für 2 Wochen, dann kriege ich das auch hin. Aber wenn ich mir sage, ich kann jetzt auch noch in 2 Wochen die YouTube-Videos aufnehmen, dann kriege ich das auch irgendwie hin, meine Zeit bis dahin irgendwie zu füllen, ohne YouTube-Videos zu machen. Aber wenn du dir jetzt eben deine Deadlines immer möglichst eng setzt, dann wirst du dazu gezwungen, deine Zeit möglichst effektiv einzusetzen und bist dann beim Lernen quasi auch nochmal effektiver, weil du eben wirklich weißt, okay, ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, mir diesen Stoff anzueignen, ich muss mich wirklich konzentrieren und da Gas geben. Um die Deadlines einzuhalten, kannst du zum einen natürlich wieder die Aspekte benutzen, die ich auch vorhin bei den kurzfristigen Tipps schon mal gesagt hatte, also beispielsweise dir eine Belohnung dafür geben, wenn du die Deadlines einhältst, wobei es bei Deadlines schon eher angebracht wäre, dir quasi eine Bestrafung zu setzen, falls du es nicht schaffst, sprich, wenn du deine Deadline nicht einhältst, dann wird vielleicht mal für eine ganze Woche Instagram von deinem Handy deinstalliert. Oder was auch eine super Sache ist, so ein bisschen den sozialen Drang herzustellen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin hast, die ähnlich ambitioniert ist wie du beispielsweise beim Lernen, dann macht ihr euch aus, okay, in 3 Wochen wollen wir den Stoff von diesem Fach drauf haben und werden das alles besprechen und alle offenen Fragen miteinander klären. Und wenn jetzt einer von euch bis dahin noch nicht mit dem Stoff durch ist, dann hat er selbst einen sehr großen Nachteil, weil er eben gar nicht so seine eigenen Fragen vorbereiten konnte für diese Diskussion und wird daher eben auch gezwungen sein, bis dort, bis zu diesem Datum wirklich up-to-date zu sein. Als dritten langfristigen Tipp, um deine Lernmotivation zu steigern, empfehle ich dir, früher schlafen zu gehen und früher aufzustehen. Ich weiß, das
klingt nach so einem doofen Tipp. Und mir ist klar, wenn jemand um 8 Uhr jeden Morgen aufsteht und um 24 Uhr schlafen geht, dann ist der genauso lange wach wie irgendjemand, der vielleicht um 9 Uhr schlafen geht und um 5 Uhr morgens jeden Tag aufsteht. Aber versucht das einfach mal selbst. Ich habe da selber auch lange nicht dran geglaubt. Aber es ist einfach ein so tolles Gefühl, wenn du beispielsweise mal, alle, die mir auf Instagram folgen, wissen das, ab und zu stehe ich um 3 oder um 4 Uhr auf und fange dann direkt an mit Arbeiten oder mit Lernen. Und wenn du um 10 Uhr oder 9 Uhr morgens schon so viele produktive Einheiten quasi erledigt hast, dass du schon mit der Hälfte von deinen täglichen To-Dos durch bist, dann kannst du eben so wirklich entspannt und voller Energie in den Tag hineinstarten. Wohingegen, wenn du jeden Tag ausschläfst und ein bisschen die Puppen irgendwie beschäftigt bist, dann schiebst du diese To-Dos den ganzen Tag so ein bisschen vor dir her und weißt so, es ist irgendwie 16 Uhr, andere machen schon Feierabend und du weißt, du hast noch nicht mal die Hälfte von deiner To-Do-Liste geschafft. Und von dem her empfehle ich dir, versuch mal deinen Schlaf- und Aufwachrhythmus etwas eher in den Morgen zu shiften. Mein vierter langfristiger Tipp ist, baue vermehrt No-Social-Media-Phasen in deinen täglichen Tagesablauf ein. Der mit Abstand größte Produktivitäts- und Konzentrationskiller bei uns jüngeren Menschen sind einfach die Handys, es ist einfach YouTube, Facebook, Instagram und so weiter. Ich selbst nehme mir zum Beispiel jeden Morgen 10 Minuten Zeit, um auf Instagram, WhatsApp ein paar Nachrichten zu checken und zu antworten. Und dann versuche ich wirklich für 3-4 Stunden mein Handy komplett wegzulegen und einfach nur produktiv zu arbeiten. Und du musst dir dann wirklich angewöhnen, dein Handy am besten auszuschalten, weil es ist so verlockend, einfach mal kurz aufs Handy zu schauen. Ich habe beispielsweise auch neulich gemerkt, wo ich Game of Thrones angeschaut habe, habe ich nicht direkt die letzte Folge angeschaut, wo das Ganze rauskam, sondern habe das dann erst am Montagabend angeschaut. Und ich bin locker 4-5 Mal während dem Tag unbewusst auf meinem Handy auf Facebook gegangen, habe die App einfach geöffnet und dann 2-3 Minuten auf irgendein Bild gestarrt, bis mir klar wurde, dass ich da gerade einen Spoiler anschaue. Und ich denke mal, vielen von euch geht es ähnlich, dass man einfach schon so darauf trainiert ist, die ganze Zeit ans Handy zu gehen, Instagram und so weiter zu öffnen, dass man da nur rauskommt quasi aus diesem, das ist eigentlich fast schon eine Sucht, dass man aus dieser Sucht nur dann herauskommt, wenn man entweder Flugmodus macht, die App installiert oder einfach das Handy komplett ausmacht. Ich bin mir sicher, dass du mit diesen 4 kurzfristigen und 4 langfristigen Tipps sehr gute Ergebnisse erzielen wirst und wünsche dir sehr viel Spaß dabei, jetzt direkt dein Handy oder dein Laptop wegzulegen, das Fenster aufzumachen, deinen Schreibtisch aufzuräumen und mit dem Lernen loszulegen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein David.